Servus, wir sind heute wieder unterwegs. Wir sind heute Richtung Berchtesgadener Land, Inzell unterwegs. Wir wollen da zu den Mordaualmen. Ich weiß nicht, ob es Mordaualmen heißt oder Mordaualmen, wie dem auch sei. Das ist jetzt mal der Plan. Wir werden jetzt eins machen. Wir werden mal, beziehungsweise der Thomas holt jetzt gerade noch Brotzeit, sprich ein paar Butterbrezen. Und das sind jetzt gerade in Inzell und dann geht's weiter Richtung. Ich muss kurz nachgucken. Ramsau. Und von da geht's dann weg. Genau. So, wir sind jetzt am Wanderparkplatz in Wachtel oder beim Wirtshaus Wachtel. Und wir müssen jetzt dann von hier aus Richtung Taubensee und Mordoralm. So, wir sind jetzt vorbei am Taubensee und auf dem Weg zu den Mordaualmen. Und obwohl das jetzt hier nicht so ein super krasser Bergweg ist, hat man echt ganz tolle Aussichten. Man kann das einigermaßen erkennen, aber hier ist alles voll Enzian. So, das sind jetzt also die Mordaualmen oder Mordaualmen. Da oben ist so eine Art Gipfelkreuz, kein Kreuz, aber ein Martal. Da waren wir vorhin auch schon oben. So, da haben wir Brotzeit gemacht am Bankerl. Und jetzt geht es wieder runter. Weil, wenn alles blöd läuft, regnet es. Hier gibt es auch nochmal zwei Almen. An Betracht der Wetterlage, wenn wir jetzt den Rückweg antreten, haben kurz mal überlegt, ob wir um den Berg hier rum gehen. Da gibt es nämlich noch eine Erweiterung, aber wir wollen jetzt nicht unbedingt nass werden, deswegen gehen wir zurück. Dann haben wir einen guten Grund wiederzukommen. Hier geht es eben nach links weiter. Die Wanderung rund um den Spuckenstein. Aber wie gesagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So, jetzt geht es diesmal auf den gleichen Weg zurück, wie wir gekommen sind. Diesmal keine Rundwanderung, kein Rundweg. Und dann schauen wir, dass wir schnell runterkommen. Kaum, dass wir jetzt im Auto sitzen